Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir kratzen jetzt mal die Fugen hier aus im Boden. So, vielleicht finden wir ja da irgendwas. Wir finden unser Glück in den Fugen des Weges. Ein wunderschönes und herzliches Hallo. Willkommen zu einer neuen Folge Revelation Online. Und wir stehen hier immer noch vor den, ich sag mal, Schwanzpilzen. Und ich würde sagen, wir setzen unsere Reise fort. Es ist mittlerweile Tag. Wunderschönes Wetter hier. Mit ein paar leichten Schäfchenwölken. Ah, die Sonne scheint und strahlt. Herrlich. Und wir können ein Geschenk auspacken. Na, das ist doch geil. So, da fängt doch gut an hier. Minimap sagt dort lang. Na, dann gehen wir dort lang. Ah ja, das war eine sehr wichtige Zwischensequenz hier an den heißen Quellen von Idiotistan. Okay, toll, schön. Also jetzt darf ich wieder, na klar, wieder zurückrennen. Nicht dorthin, sondern dorthin. Na klar, such das gelbe Fragezeichen. Ah, da ist wieder unsere kleine Kampfamazone hier. Das sind die blöden Füchse, irgendwas, bla. Im Zweifelsfall ist ja alles bla, wie ihr wisst. So, investigate. Okay, untersuchen wir mal, warum hier dieser Mensch auf dem Boden liegt. Hat er zu viel getrunken? Was? Der Typ riecht stark nach Tee? Was? Hat zu viel am schwarzen Tee genippt oder was? Hat er nicht vertragen? Hast du einen schwachen Magen? Ja, das reimt sich. Okay, dann gehe ich einfach zu dem grünen Pfeil hier und untersuche hier einfach mal den Boden. Mhm, ja, ein bisschen im Dreck wühlen. Als irgendwelche Blätter, was? Tee? Mhm, Tee. Machen wir jetzt Tee? Dürfen wir jetzt noch mehr Tee kochen oder was? Schnapp doch die Pilze und mach daraus einen leckeren Tee. Hallo? Fragezeichen. Ups, das war zu sportlich. Teekanne, Gesülz, ja. Tee, ja. Okay, also es dreht sich jetzt hier alles um das Thema Tee. Vielleicht ist das aber auch nur so eine Art Deckbegriff und eigentlich... Oh, hey Hündchen. Dutzi, Dutzi. Ja, komm, wir laufen zusammen im Kreis. Und lauf. Ja, lauf, lauf. Ups. Kuh und Hund spielen gemeinsam. Ach, wir tollen hier in der Sonne. Schön. Du kleiner Hund. Warum hältst du eigentlich deinen Schwanz dauernd so hoch? Soll ich dich von hinten bespringen oder was ist da los? Nimm mal den Schwanz wieder runter, auch wenn du dich freust. Das ist ein bisschen obszön, kleiner Hund. Auch der hört nicht auf uns. So, laut Minimap soll doch hier jetzt irgendwas sein. Finde das Fragezeichen. Wo versteckt sich das Fragezeichen? Ich sehe es nicht. Ich drücke mal drauf. Achso, wir sollen mit denen quatschen. Ja, hier, ich hätte gern Tee. So richtig geilen Scheiß, weißt du? Alter. Und warum hast du einen Schlafsack im Rücken? Bist du für alle Fälle vorbereitet, oder was? Hey, Babe. Ich quatsche jetzt hier einfach mal mit allen. Sollen wir das mal? Warte mal. Das ist noch offen. So, auch sie trägt ihren Schlafsack mit sich rum. Kann man ja machen, ne? Soll das irgendwie modisch aussehen? Soll dich das schlanker wirken lassen, oder? Warum trägst du einen Schlafsack auf dem Rücken? Ich verstehe es nicht. Oder ist das hier die Pfadfindergruppe irgendwie... Pfadfindergruppe, dünner Zweig. Naja, sauft ihr mal euren Tee. Ich gehe mal wieder Fragezeichen jagen. So, hier, ich habe jetzt mal mit denen gequatscht. Die geben dir keinen Schlafsack ab, Kollege. Tut mir leid, Herr, musst du dir wohl einen eigenen besorgen. Die sind auch total hackedicht mit Tee. Ach ja, wieder Kämpfe, na klar. Die wollen uns den Tee klauen. Bösartige Teediebe hier. Ja, der Tee gehört uns. Ihr müsst euch mit Kakao und Milch zufrieden geben. Und wenn ihr weiter hier Stress macht, dann müsst ihr Mineralwasser saufen. So, haben wir es jetzt? Ja, schön. Gut, wo findet das Fragezeichen? Da ist das Fragezeichen. Hallo, Fragezeichen.
Und, ey, sag mal, jetzt ist aber auch mal... Was muckt ihr denn jetzt hier alle auf? Vielleicht ist das irgendwie so eine Art Akro-Tee. Jeder, der den Tee trinkt, wird instant zur Furie hier und schlägt wild um sich. Komm, trink mal einen Verdauungstee oder so. Vielleicht wirst du dann wieder entspannter. Hier, nimm dies. Meine Güte. Ja, jetzt hast du einen dicken Schädel, ne? Du bist selber schuld, wenn du hier Stress machst. Oder kommen die Nächsten? Dann wollt ihr auch aufs Maul? Wollt ihr auch aufs Maul, hä? Ich hau euch die Teebeutel links und rechts um die Ohren, Jungs, wenn ihr Stress macht, ne? Also Vorsicht. So, bla. Ihr wisst im Zweifel... mein Backpack. Ja, okay. Scheiß Backpack. Brauch eine größere Kuh, die wir uns auf den Rücken schneiden können oder so. Wo war denn jetzt das blöde Inventar? Baby Backpack. Ja, komm, ist mir Wurstbrot. Man hat halt so viel, da weiß man gar nicht, wie man sich entscheiden soll. Was eigentlich hiermit? Ja, guck mal, das Schrott, das können wir bei dem nächsten regulären Shop verkaufen. Komm, das müsste doch jetzt passen. Hoffe ich. Bla, bla, bla. Ja, haben wir doch schon alles. So, yeah, Backpack wieder gefüllt. Nice, neuer Anzug. Klick. Und wie sehen wir jetzt aus? So wie vorher auch. Toll. Gut, okay. Die Prozession setzt sich in Gange. Ich darf nicht folgen. Ich muss leider in die andere Richtung. Tschüss. Wir sehen uns. Oh, Level up. Können wieder Zeug verteilen. Na dann, Intelligenz haben wir bitter nötig. Komm hier, gib ihm. Komm, mehr. Passt. Yeah. Ich weiß, habe ich doch gerade. Feuer finde ich eigentlich ganz geil. Darf ich aber nicht verbessern? Naja, dann nicht. Was? Achso, dürfen wir erst ab Level bla. Was machen wir? Den nehmen wir eigentlich ganz oft. Und Angel Fire nehmen wir eigentlich auch recht oft. Hauen wir hier noch ein Pünktchen rein. Ach, die werden dann auch stärker. Ah, das war cool. Ja, dann safen wir. Yo. Okay, was? Neuer Stuff ist immer gut. Was ist das hier? Increased Damage. Ach so, ja, das wissen wir, ja. Oh, darf ich jetzt mal wieder... Ich habe ein... toll. Ich habe ein neues Achievement. Freue ich mich. Yippie. Aber ich möchte jetzt gern weiterspielen. Hier ist immer noch der rollige Hund. Na, roll dich mal weiter. Guck mal, hier ist eine Katze. Warum halten hier alle Tiere den Schwanz hoch? Merkwürdig. So, okay, Katze. Hier, Hund bietet sich an. Wie wär's? Man muss auch mal offen für was Neues sein, Katze. Also hier, bitteschön. Liebet euch, komm. Erfüllt die Welt mit Liebe und Perversitäten. Los, ab da. So, dürfen wir jetzt... Oh, jetzt dürfen wir auch mal Tee saufen. Geil. Hey, du sollst Tee trinken und nicht den Boden putzen. So, okay, ja. Wir quatschen wieder pflichtbewusst das Ohr weg. Happy New Year! Das war aber ein kurzes Feuerwerk. Ich dachte, jetzt kommt hier noch so richtig was. Die dicken Kugelbomben werden in die Luft geschossen, aber nee. Das war jetzt armselig. Das war doch mehr so ein Jugendfeuerwerk, so ein Tischfeuerwerk oder sowas hier. Das möchte ich das nächste Mal ein bisschen pompöser erleben. Fräulein, ja? Und vor allem, wenn du schon Feuerwerk zündest, dann bitte nicht an helligsten Tage. Ja, das kommt nachts viel effektvoller, glaub mir, du. Ich kenne mich da aus. Mit Zeug in die Luft jagen kenne ich mir aus, du. So, ja. In der Tat, tschüss. Ich stelle mich immer wieder zu dem grünen Pfeil und, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir kratzen jetzt mal die Fugen hier aus. Im Boden. So, vielleicht finden wir ja da irgendwas. Wir finden unser Glück in den Fugen des Weges. Oder auch nicht. Dann gehen wir da drüben mal rumkratzen. Vielleicht finden wir hier Gold oder Edelsteine in den Fugen. Nee, war nur ein vergammelter Kaugummi. Schade. Dann krabbeln wir mal hier rum. Vielleicht finden wir hier was Geiles. Ach, nee, war nur eine alte Spritze. Die nehmen wir schon mal mit. Okay. Bla. Oh.
Meine Fresse! Ups. Ja, Backpack full. Haben wir hier zufällig einen Shop? Nö. Map? Shop? Nö. Da hinten. Toll. Ich mache da jetzt keine Weltreise, um irgendeinen Scheißdreck zu verkaufen. Warte mal, B haben wir ja gelernt. B, 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 B. Ich will jetzt aber eigentlich auch nichts wegschmeißen. Aber wisst ihr was? Ich schmeiß jetzt weg. Confirm. Ich schmeiß jetzt Zeug. Was ist das? Gette Kadi. Okay. Haben wir gekriegt, was immer das war. Irgendeinen Titel verliehen. Schön. Jetzt noch mehr Schrott. Was ist das eigentlich? Instantly Recovers. Ja, das ist auch schön. Das ist auch Schrott. Das packe ich auch mal hier unten hin. Für später zum Verkaufen. Weißt du Bescheid? Item. Können wir jetzt nicht. Nee, ist für Raids. Ja, komm. Also zwei Dinge haben wir voll frei. So, bitte nochmal Gequatsche. Danke. Mehr Gequatsche finde ich immer gut. So, ausrüsten. Ja, komm. Hallo. Bing. Boah, wie oft sollen wir jetzt hier eigentlich noch hin und her laufen? Üben wir hier für einen Staffellauf oder was wird das? Und wenn du blödes Vieh hier weiter vor der Treppe im Kreis läufst, dann kicke ich dich irgendwann weg wie so ein Fußball. Du Plüschball, du. Guck mal, die Katze wartet schon auf dich hier rechts. So, ja, ja, das ist alles richtig, bla bla. Noch mehr Tee saufen. Bevor wir jetzt aber Tee saufen, wo ist denn hier die nächste Toilette, Freunde? Weil was reinkommt, muss auch irgendwann wieder raus, wisst ihr? Wir geben uns heute die Kante mit Tee und Sirup. So, hier. Du absolut männliches Ideal mit deinem männlichen Blick und deinen super maskulinen Gesichtszügen. Boah, hört doch mal auf, mich mit Scheiße zuzuschmeißen. Da habe ich schon wieder aus Frust gleich minimiert hier. Mann. Wir wollen spielen und hier nicht Zeug im Inventar hin und her schmeißen. Bing. Hä? Egal, was ich ausrüste, ist immer besser. Egal, tschüss. Ist mir jetzt scheißegal. Ich muss Platz schaffen, Freunde. Containment of a portal rune may be used at any time to teleport to portals. Ah, okay, das sollten wir aufheben. Da können wir uns schön teleportieren. Kann ich das einfach usen? Ach, guck mal. Cosmic Ribble. It deals damage to all enemies in front for seconds. Ah, okay. Macht also... Das ist cool. Das ist cool. Das würde ich gerne ausprobieren. Aber jetzt möchte ich erstmal die Quest hier abschließen. So, fertig. Bitte, jetzt gib mir nicht noch mehr Zeug. Tschüss. Wo sind die... Minimap sagt mir gar nichts mehr. Ja, tschüss. Da lassen sie uns wieder alleine stehen. Ah, jetzt nochmal dorthin. Wo ist denn das? Wo läufst du jetzt hin? Ich glaube, das weiß er selber nicht. Wo läufst du hin? Ach, da hinten. Warum zeigst du mir das auf der Minimap nicht an, Spiel? Willst du mich mobben? Hallo? Aha. Meet back up at the bridge outside. Bei der Brücke außerhalb sollen wir irgendwen treffen. Ist das nicht hier? Available at level 46. Achso. Da fehlen noch 5 Level. Okay, na dann gehen wir mal zu dem grünen Ausrufezeichen und machen mal so richtig Oldschool-Questing hier, würde ich sagen. Wenn wir denn dürfen. Wäre geil. Wieder so ein Robo-Skorpion hier. So, da hinten. Nee, hä? Wer ist denn jetzt der Quest-Heini? Keine Ahnung, aber hier können wir Kamera gucken. Hallo?
Ja, pui! Katze, nimm den Schwanz runter. Streicheln die gerade einen Stein? Okay, schön, geil, hübsch, klasse. Bei den Anblick des nackten Mannes, da hätte ich echt verzichten können. So, jetzt, aber hier ist doch immer noch ein Quest-Symbol. Was soll ich denn hier machen? Hast du eine Quest für mich? Nö. Ja. Schön. Wir sind gerade irgendwie in so einer Art Questloch gestrandet. Da drüben gibt es noch eine Quest. Ich hole jetzt erstmal hier den Wegpunkt. Wir sollten, glaube ich, auch allgemein mehr mit Wegpunkten arbeiten. Ja, flieg mal. Eine schöne Landschaft. So, wir genießen den Flug mal ein bisschen. Achtung, Baum. Achtung, Fels. Was machst du? Er ist wieder orientierungslos. So, jetzt muss ich ja doch mal das Interface einblenden, um rauszufinden, wo fliegt er denn jetzt? Komm, jetzt übernehme ich hier mal die Kontrolle. Der Autopilot ist irgendwie Mist. Jetzt wissen wir auch, warum die meisten Tauben keine Flugzeuge fliegen, weil Autopilot ist nicht so. Was ist das jetzt hier für eine Wüstengegend? Es sah aber eben irgendwie kürzer aus, der Weg. Naja, wir lassen uns davon nicht aufhalten. Wir fliegen stoisch weiter geradeaus. Hier ist irgendein Zaun. So, gleich sind wir da. Da ist der Wegpunkt. Oh, geil, ein Shop. Darf ich hier so richtig... Ja, krass. Ja, das ist doch mal schick, ist das doch mal. Das ist doch mal richtig nice. So, das Gedöns haben wir auch im Müll. Boah, da haben wir ja richtig viel Platz jetzt. Okay, mal Monsters. At normal morph speed. Aha, okay, toll. Gut, ja, bin ich zufrieden so. Das passt schon, Kollege. Danke fürs Verkaufen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin und schauen, was wir da noch für eine Quest annehmen können. Da unten gibt es auch noch mehr Stuff. Ja, komm. So, okay. Und irgendwo da drüben soll jetzt ein Questman sein. Questman. Questman, where are you? Hier bei die Pferdes. Bei die Pferdchens hier. Bei die Hottie-Hü-Viechers. Wo ist denn die? Ich erkunde hier mal. Ich untersuche. Lucy, Bloody, bla bla bla. Toll. Hä? Nee, wo? Quest? Quest. I wanna do some quest. Hallo, blauer Schmetterling. Quest. Complete. Toll. Wow. Das hat ja richtig viel geholfen, Freunde. Ja. Dann latschen wir jetzt zum Portal. Und dann wollte ich mal schauen... Bla bla bla, Feinde Truppe, bla bla. Ich. Oh, fischen könnte man auch mal lernen. Also, wenn ihr Lust habt, dass wir uns mal hier so ein bisschen hier den Berufe-Stuff geben und so und das Crafting-Zeug, dann sagt mal Bescheid. Ich suche jetzt was Bestimmtes. Und zwar konnte man irgendwo. Konnte man nämlich so eine Art Dungeons betreten. War das hier? Nee, das meine ich nicht.
Schade, jetzt finde ich nicht, was ich suche. Das ist natürlich unpraktisch. Ja, was macht man jetzt? Mir mangelt es gerade an Quests. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal erkunden, Freunde. Ich werde mal hier runterflattern und dann gucken wir mal, ob wir da noch irgendwie neues Gedöns machen können. Dann werden wir hier einfach ein bisschen erkunden. Irgendwo muss es ja noch eine Quest für uns geben. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich fliege schon mal los und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch wie eh und je einen wunderbaren Tag. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Ciao, ciao.